Ich will nicht zurück, weil da war gerade irgendwas. Chemietopf. Da hinten könnte was sein. Ist da unten immer noch was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Panzerglas wollte ich sagen. Bin ich wirklich so paranoid oder hört ihr den auch? Noch ein Zettel. Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzen ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Gehen wir auch gleich mal in den Weinkeller, schätze ich mal. Zunderbüchse. Ich könnte drum wetten, wenn ich gleich mal nicht aufpasse, kommt da um die Ecke ein Monster und ich bin tot. Oder irgendwie sowas. Zumindest bin ich dann seelisch tot. Alles ist gut, leichte Kopfschmerzen, okay. Die hat schon gerade erst angemacht oder bin ich gerade etwas verwirrt? Ah ne, die da oben habe ich angemacht. Okay. Ist in Ordnung. Ab in die Eingangshalle. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Wie? Hier war... Was? Oh! Fuck! Was war das? Boah, scheißen Dreck. Uiuiuiui. Ich glaube, da habe ich mich gerade etwas erschrocken. Ich muss auf Toilette. Mach ich aber erst nach der Aufnahme. Es lässt sich nicht bewegen. Okay. Ich habe da gerade eine Frau schreien hören. Und laut dem einen Zettel sind hier wohl noch andere Leute. Die wegen chemischen Gasen oder so verletzt sein könnten. Irgendwie sowas habe ich zumindest daraus verstanden. Archive, waren wir da nicht gerade erst? Mal gucken. Es fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinem Bauch spürte. Hazel versteckte sich aus Angst, bestraft zu werden. Nö, hier waren wir noch nicht. Okay, es war nur zu dunkel. Ich dachte gerade, es passiert irgendwas. So, jetzt mal ganz ehrlich, ich würde den Schrank jetzt hier drunter verschieben, den Schrank hochklettern und dann da oben abhauen, ist doch ganz einfach.
da was drin. Jetzt aber. Nö, Mist. Hätte sein können. Ja, den Zettel habe ich gesehen. Okay, jetzt. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Was ich gerade gesehen habe? Aha, so, das ist das Richtige. Daniels Tagebuch, Algerien. Das wird wohl erklären, wie wir hier reingekommen sind. Mensch, bin ich das oder ist das irgendwie anders hier? Katalogi, oder was immer das heißt. Hier will ich mich nicht lange aufhalten, das kostet ganz schön viel Öl. Weg. Ha, zu einer Büchse. So. Scheint auch nichts zu sein. So, hier. Oh, hier ist schön hell. Oh, hier bleibe ich. Huiuiui. Schade, ich habe leider vergessen, wie diese Fee oder was das auch immer ist. Tschüss, da gehe ich nicht lang. Wie die Fee bei Zelda heißt, sonst hätte ich einen schlechten Witz bringen können. Tja dann. Verdammt, wo will ich jetzt lang? Da hinten, wo ich eine Stimme oder so gehört habe, glaube ich. Oder hier entlang, wo ich Schritte höre. Jetzt höre ich die links. Ab in den Flur. Schniekes Bild. Noch gar nicht mal so klein. Ich werde Klavier spielen, du Arsch. Kann man überhaupt nicht. Ist ja langweilig. Hallo. War das jetzt eine Stimme oder war das ein Dudelsack? Noch so ein Mischmasch angehört irgendwie. Laufen wir hier hinten mal hin. Ach, ich weiß, das ist ein Fehler. Immer noch leichte Kopfschmerzen, körperlicher Zustand, alles ist gut. Kann es sein, dass wir, wenn wir zu langsam sind, der Schatten uns einholt? Ich glaube, dann haben wir das Spiel gleich schon verloren. Und nochmal von vorne würde ich das nicht spielen. Ach so, da steht das. Alte Bände. Geschichte.